Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Folge von City Skylines. Bevor ich anfange, ich habe mir erlaubt, Mods zu installieren. Und zwar einmal dieses hier. Da geht es mir vorrangig hier drum. Geschwindigkeitsbeschränkungen und was auf Straßen fahren darf. Weil ich ja nun, ich hatte ja erzählt, ich habe vor, die Gebiete zu trennen und möchte auch einschränken, dass mir zum Beispiel keiner durch die Wohngebiete fährt oder so. Da will ich mal mit experimentieren. Das Ding ist vor 3 Monaten geupdatet worden, also es scheint noch relativ aktuell zu sein. Und weiterhin habe ich noch, das nennt sich Unbegrenzt Erdbau, glaube ich. Das ist von dem Spiel selber, kommt das her. Dass ich hier fummeln kann, wie ich will und nicht der Erdspeicher voll ist, ich muss den leer machen, sehe ich irgendwo nicht ein jetzt bei diesem Spiel. Das ist hier mehr Spaß, als dass ich jetzt ernsthaft hier irgendwie was an Erfolgen auch erreichen will oder so. Das war der zweite Mod. Und dann hatte ich noch einen dritten Mod installiert. Und zwar ist das Automatic Bulldozing, heißt das. Wenn hier irgendwas mal verlassen ist oder abbrennt oder weiß der Geier was, dann wird das automatisch platt gemacht und kann dann wieder neu bestückt werden. Wie heißt es denn? Bewohnt werden, bebaut werden, so. Ja, wollen wir mal gucken. Zeit läuft. Industriegebiet. Haben wir oft genug jetzt schon dran gearbeitet. Wie sieht es hier aus? Hier könnten wir noch ein bisschen. Ist das noch nicht? Ah, das ist noch nicht ausgewiesen. Das machen wir gleich mal. Was brauchen wir denn überhaupt? Industrie. Passt ja. Hier könnten wir noch Industrie hinmachen. So ein bisschen. Wir waren ja bei der Lebensmittelfabrik stehen geblieben. Die brauchte ja Papier. Papier müsste sie jetzt hat sie immer noch nicht. Moment. Geht die Papierfabrik noch nicht? Doch. Klappt doch eigentlich. Irgendwie klappt da was nicht, glaube ich. Funktioniert schon mal. Ich muss natürlich sehen, ob das auch klappt mit den Erweiterungen für Industries. Ne? Also das muss man mal sehen, aber ich müsste eigentlich funktionieren. Was fehlt denn noch? Ach, Erdölindustrie fehlte doch auch noch, ne? Ja. Ich baue einfach noch mal eine Bio-Pellet-Fabrik. Nee, das war's nicht. Sägemehllager. Da war das, glaube ich. Bio-Pellet-Fabrik. Machen wir noch mal eine, weil Industrie brauchen wir ja eh, das passt ja. Wie sieht denn das Industriegebiet hier von der, ja, das passt, das ist drin. Ja, sie haben eigentlich genug von dem Zeug. Nicht genügend Käufer für Produkt. Oh, wow. Rosenholzprodukt hat Stufe 3 erreicht. Was haben wir denn? Großer Holzplatz, Druckerei, mittlere Baumplantage. Großer Holzplatz hört sich gut an. Was kann der denn alles lagern? Alles wahrscheinlich. Ich werde mal eins machen. Ich werde hier nochmal wieder Industrie aufbauen, so ein bisschen. Hier ist der erste Stau.
Das läuft anscheinend einigermaßen. Industrie haben wir. Jetzt brauchen wir noch Ölindustrie für das Plastik. Wir hören mal auf das, was er sagt. Wir bauen mal so ein Lagerhaus. Das war das, glaube ich, ne? Wir bauen das mal hier hin. Ah ja, so. Gucken, was passiert. Der scheint zu produzieren. Ich baue hier. Gibt es eigentlich auch Papierlagerplätze? Lagerhaus. Bauen wir mal ein großes. Oh, das ist aber sehr groß. Wir bauen mal ein kleines Lagerhaus. Ich glaube, man konnte sagen, was man lagern wollte, ne? Papier. So. Gut. Mal gucken. Mal schauen, wie das klappt. Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Hier ist ganz großer Verkehr. Bidu. Hier ist noch eine kleine Lagerhalle. Landwirtschaftsprodukte. Ölindustrie. Wo setzt man die mal hin? Das ist ja sicherlich etwas schmutziger. Dann setzen wir die mal hier hin. Kann ich die überhaupt schon bauen? Ja, tatsächlich. Also, wir brauchen erstmal das Gebäude wahrscheinlich zum, ja, freischalten. Setzen wir vielleicht nicht unbedingt gleich bei der Landwirtschaft hin. Ach, das ist ja wieder. Ich muss ja ein neues Gebiet ausweisen. Ach, wo bauen wir das denn wieder hin? Dann machen wir das mal anders. War doch hier, ne? Stadtviertel. Da war das, glaube ich. Industriegebiet löschen. So. Aber das nehme ich mal so. Dann machen wir hier mal die erdölverarbeitende Industrie und machen hier einen neuen Park hin. Bereich. So. Das. Amber. Das werden wir nennen. Petrochemie. So wie sich das gehört. Gehen wir hin. Hauptgebäude für die Ölindustrie. Das setzen wir mal hier hin. Ist das das auch? Ölindustrie, ja. Gut. So, okay. Dann machen wir mal eine kleine Ölpumpe hin. Und ein kleines Öllager. Ja,
da kümmern wir uns gleich drum. Mit Strom. Aber jetzt sofort. Water. Gehen wir erstmal von hier aus. Hier drin. Oh, so. Ich hatte auch Strom. Kurzen Schluck Kaffee. Was wäre ein Sonntag ohne Kaffee? So, kleines Rohöllager haben wir, kleine Ölpumpe haben wir. Was ist mit der? Ah, wir haben hier keine Rohstoffe. Nee. Mist. Nee. Das können wir gleich wieder abreißen. Da habe ich nicht dran gedacht. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir mussten ja die Ressourcen. Das war ja hier. Dann müssten wir die Kachel als nächstes kaufen, aber das kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Da müssen wir warten bis zum nächsten Erfolg. Dann würde ich da eine Rohölpumpe hinpacken. Die füllt dann hier alles voll. Und dann. Hier ist auch ein bisschen Öl. Dann können wir die Kachel auch nehmen. Das ist zwar nicht so viel. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich auch unbegrenzte Rohstoffe Öl nehmen. Obwohl das wäre ich weiß es nicht. Mal gucken. Nee, ich werde das wahrscheinlich nicht. Ich werde das hier nutzen. Ja, Petrochemie. Was haben wir denn dann noch? Alles. Petrochemie. Diese Pyrolyseanlage. Kann die vielleicht auch von außerhalb die Sachen beziehen, so wie die Industriebetriebe? Mal gucken. Nee. Er hat nicht genügend Rohstoffe. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe das schon wieder vergessen. Wie mit der Landwirtschaft auch. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier normale Industrie hinsetze, die Erdöl verarbeitet? Ob die dann Rohöl produziert? Kleiner Bohrturm. Großer Bohrturm. Offshore, ja, das dauert ja noch, bis wir das machen können. Das ist das Hauptgebäude. Arbeiterunterkünfte. Instandhaltungsgebäude. Das ist der Ölindustriezaun. Finde ich auch lustig, dass es jetzt überall Zäune gibt. Gut. Naja, das werden wir mal weiter verfolgen. Wann gibt es denn die nächsten... Den nächsten Sprung. Wo sieht man das? Da. Ab 15.000. Also müssten wir jetzt erreichen, dann ist das prioritäre Ziel. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht. 15.000 Leute zu erreichen. Und das machen wir, indem wir hier das Wohngebiet ausbauen. Okay. Juckehu. Machen wir das mal weg hier und machen da mal große von. Vorsichtig, nicht zu viele. Wir nehmen mal diesen Ring noch. Den hier. Und den erweitern wir noch mal um diese großen Gebäude. Den
sonst noch was? Den haben wir vergessen. So. Gut. Oh. Großer Einbruch. Können wir noch? Da haben wir auch noch. So, das müsste jetzt. Machen wir erstmal vorsichtig. So, die siedelt sich jetzt langsam an. Industrie brauchen wir immer noch. Was haben wir noch für Probleme? Oh. So, ich mache das mal kurz auf schnell und dann ist auch schon wieder die Folge vorbei. Nur mal gucken, ob sich das irgendwie, ob es sich einrenkt wieder. Ja, jetzt fangen sie wieder an zu wachsen, die Leute, also die Bevölkerung. Jetzt wieder ins Plus. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, dann mache ich mal Schluss für heute hier. War wieder nur so eine kleine Geplänkelrunde, aber so ein bisschen die Richtung geht weiter in die Entwicklung zur nächstgrößeren Stufe der Stadt und dann können wir auch wieder ein Stück Landbau kaufen. Das ist ja dann hier der Bereich, wo Erdöl ist. Oder vielleicht das Stück sogar, wo hier, wo im. Obwohl, das nützt uns nichts. Wir können ja keine Bohrinseln bauen. Nee, wir nehmen dieses Stück hier. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und findet euch das nächste Mal auch wieder bei mir ein, wenn ihr Spaß habt. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.